Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Pokémon Kakao Karten Speedpin. Heute gibt es ein Mauzi für euch zu sehen. Mauzi musste ich natürlich mit irgendwas Glitzerndem zusammen darstellen, denn was sonst würde gut zu diesem Pokémon passen. Da ich es dem Mauzi nicht allzu leicht machen wollte, musste sich aber leider die Pfoten in einem Waldteich nass machen, um die goldenen Münzen herauszufischen. Doch das scheint es gar nicht so sehr zu stören, es schaut zumindest nicht besonders unzufrieden. Für den Hintergrund gab es oberhalb des Wassers einfach einen angedeuteten Wald und für Unterwasser ein paar Steine und Algen. Die größte Herausforderung bei dieser Karte war für mich Mauzis Darstellung, denn Mauzi hat ja so seine ganz eigene Anatomie. Allerdings zeichne ich selbst auch viele Katzen, beziehungsweise habe eher früher sehr viele Katzen gezeichnet, inzwischen ja doch eher selten. Auf jeden Fall habe ich dadurch über die Zeit so meine ganz eigene Stilart für Katzen entwickelt. Und naja, da ich die anderen Pokémon ja auch irgendwie immer meinem Stil angepasst habe, wollte ich das natürlich auch bei Mauzi tun. Auch wenn das in diesem Fall heißt, ein bisschen was von dem Cartoon-artigen von diesem Kara wegzunehmen. Ich selbst bin mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Ich habe ja dennoch zum Beispiel die langen Vorderbeine und den geringelten Schweif eingebaut, sodass man das Pokémon trotzdem immer noch gut erkennen kann. Aber mich würde eure Meinung dazu mal interessieren. Mögt ihr es bei Pokémon-Fanart lieber, wenn man sich genau an die Vorlagen hält, oder sind so eigene Interpretationen im Stil des jeweiligen Künstlers euch da lieber? Also mal ganz unabhängig jetzt von dem Mauzi hier, auch wenn ihr mir natürlich auch dazu gern eure Meinung sagen könnt. Ich persönlich mag ja so eine eigene Interpretation und unterschiedliche Stile lieber. Deswegen möchte ich ja nicht nur selbst alle Pokémon mal zeichnen, sondern auch mindestens eine Kakaokarte pro Pokémon, die jemand anderes gezeichnet hat, zu meiner Sammlung zählen können. Einfach, um dann wirklich diese ganze Variation an Stilen am Ende zu haben. Und wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr die anderen Videos dieser Reihe noch nicht kennt, schaut sie euch doch gerne an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und damit bleibt wieder mal nur noch übrig, das Pokémon fürs nächste Mal zu ziehen. Es wird Quappo zu sehen geben.